Trotz der vielen Toten in den USA während der Coronavirus-Pandemie hat US-Präsident Donald Trump jetzt erklärt, dass der Höhepunkt der Krise in den USA bereits überschritten wäre. Das an einem Tag, an dem weitere 2500 Amerikaner ums Leben gekommen sind bei der Coronavirus-Krise hier in den USA. Die Opferbilanz liegt jetzt bei mehr als 31.000 Toten in den USA im Vergleich. Das ist bereits mehr als die Hälfte aller Amerikaner, die während des Vietnamkrieges ums Leben gekommen sind. Das ist ein Vergleich, der die Dimension des Sterbens in Amerika verdeutlicht. Hier in New York gibt es mehr als 12.000 Tote. Das ist nun jetzt bereits viermal so viel wie bei den Terrorattacken des 11. September. Donald Trump jedoch lässt sich nicht beirren. Er schlägt vor, dass möglicherweise bis zu 20 Bundesstaaten bereits in Kürze wieder ihre Wirtschaft in Betrieb nehmen könnten und auch die Ausgehregeln lockern könnten. Ein hochriskantes Manöver natürlich, wie Experten warnen. Hier in New York hingegen werden die Maßnahmen noch weiter verschärft. Der Gouverneur Andrew Cuomo hat verlautet, dass es binnen 3 Tagen jetzt eine Pflicht zum Tragen von Masken gibt in der Öffentlichkeit. Das kann entweder eine medizinische Maske sein oder auch ein Kleidungsstück wie etwa ein Schal oder ein Bandana, dass sich die Menschen dann um den Mund und die Nase wickeln. Die neue Regelung ist bindend, ist praktisch eine Anordnung, eine Executive Order. Wie sehr die Polizei jetzt kontrollieren wird, wird man sehen in den nächsten Tagen. Auffällig war, dass diese Maßnahme bereits stark empfohlen wurde hier in New York vom Bürgermeister Bill de Blasio. Allerdings haben sich viele Menschen nicht daran gehalten. Man sieht hier nach wie vor 20-30% der Bürger in der Öffentlichkeit ohne jegliche Bedeckung ihres Gesichtes.